sie mich. Meine liebe Buchfreundin, meine Damen und Damen, liebe Rosenheimer, aber auch liebe Oberfranken, liebe Ostfranken, liebe Niederfranken, liebe Hinterfranken, ich gerade als Ministerpräsident des ehemaligen Stoiber, als Bayern des ehemaligen Bayern, ist es eine Freude, diesem noch weitgehend ungeforschten Teil Bayerns mein Unwesen zu erscheinen. Denn wer von Oberbayern wagt sich denn schon über Ingolstadt hinaus in den Norden? Aber kaum hat man mich, sich, mit der Machete einen Weg durch den Urwald, also ich habe mir eine Machete durch den Urwald des Altmühltals gebahnt, da ist man schon da im unteren Teil des mörderischen Greding, etwas weiter oben das wohlhabendere Greding. Man kommt aus Ingolstadt, dort hört man die Sprache Horst Seehofers, Günter Grünwalds, und in Greding hört man sich dann schon eher an wie Henry Giesinger, Giesinger, Ludwig Erhard und Herbert Hiesel. Die Älteren von Ihnen werden sich noch an ihn erinnern. Das machen ja, da macht das, denn da machen sich das die Politiker in der Schnapskanzlei, natürlich in der Staatskanzlei, nicht klar. Franken ist groß, allein Mittelfranken hat 1,7 Milliarden, 1 Billionen Einwohner. Oberfranken 1,1, von Unterfranken weiß man es nicht, wenn man die Sprache nicht versteht. Da kann man nicht zählen. Und den Würzburger Dirk Nowitzki fragen, aber der ist wiederum zu hoch. Und Franken ist alt. Zum ersten Mal erwähnt wurde es ist in den 50er Jahren des 3. Jahrhunderts. Von da an waren die Franken aus der Weltgeschichte nicht mehr wegzudenken. Dem Land Frankreichs haben sie den Namen gegeben. Nur einem Zufall ist es zu verdanken, dass man heute in Paris au revoir sagt und nicht Servuslein. Nicht umsonst war die Schweiz von den Franken so begehrt, dass sie dort sogar die Währung nach ihnen benannt hat. Und die Deutsche Post hat sich seit ihrer Gründung die Aufgabe gemacht, im Sinne Frankens alle Kunden zu missionieren. Mit dem heutigen Tag müssen sie jeden Tag, jeden Brief frankieren. Noch kurz auf die Liste berühmter Franken erinnern, egal ob Kunst, Politik oder anderes Showbusiness, nehmen Sie diesen einen oder die anderen zwei. Also alle beide. Also zum Beispiel hat man mir gerade fiel mir der Name noch ein, dieser Dings, dieser große, sehr erfolgreich gewesen, lange Locken, auch im hohen Alter, seltsame Gewänder. Jetzt weiß ich's. Albrecht Dürer. Oder die anderen Weisen, von denen man nie weiß, wer sie sind, wo sie herauskommen und was sie gemacht haben. Tatjana Xell und Kaspar Hauser. Fußballgrößen ohne Ende. Max Morlock, Felix Magath, Lothar Matthäus, Leo Kirch oder sogar Filmstars. Diese eine da, Sandra Bullock. Und die hat tatsächlich fränkische Wurzeln, auch wenn man es ihr nicht mehr ansieht. Also, wenn man es nicht glauben mag. Vielleicht hat der Aufstieg der Franken damit zu tun, dass sie es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Die Lüge fängt schon beim Ortsschild an, da steht Nürnberg drauf, das ist natürlich dreist geschwindelt, denn es weiß ja jeder, dass die Stadt Nürnberg heißt. Nem, nicht Nürn, Berg, nicht Berg. Oder ist es nur eine geschickte Methode, die Mitbewerber zu verwirren? Man kann es nicht anders erklären, wenn man den Kollegen Markus Söder im Kabinett zuhört. Er spricht von Mumpfeln, Pfopfern, Suddern. Niemand weiß, was er meint, außer vielleicht Albrecht Dürer. Aber der hat sich gedacht, gegen den Söder komme ich nicht an und da ist er lieber vor 500 Jahren gestorben. Meine Damen und Herren, Markus Söder hat es schwer als Franke in München. Seine Devise war immer weniger Geld für München, mehr Geld für Franken. Das erklärt seine große Beliebtheit auf der anderen Seite vom Altmühltal. Beim Thema Integration war für uns schon immer sehr wichtig, schon damals vor 200 Jahren, als wir die Bayern nach Franken integriert haben, quasi als eine Art Pufferzone zu den Preisen. Also die Franken nach Bayern integriert haben, also die Franken nach Bayern. Das Frankenland ist quasi unser Gazastreifen. Ist in Bayern sowas wie der Kurde in der Türkei. Wir von der CSU fordern jetzt auf,
uns sozusagen jetzt auf neue Zielgruppen in der Integrationsproblematik festzulegen. Ich fordere sofort einen Zuwanderungsstopp von Preißen und Grünen nach Bayern. Wer sich nicht mit Lederhosen an unsere Stammtische setzt und wer kein Bayerisch spricht und kein Fränkisch und wer keinen Schweinsbraten frisst, kurz wer keine CSU wählt, der hat in unserem Land nichts verloren, meine Damen und Herren.